Auf Sylt ist vieles möglich, auch eine spontane Spendenaktion der Facebook-Gruppe Gesucht gefunden Sylt zugunsten des Sylter Tierheims. Auf dem Bauernhof von Boy Henning Hoffmann in Morsum wurden am Samstag Kartoffeln verkauft. Direkt vom Hänger den 25-Kilo-Sack für 10 Euro. Die Hälfte der Verkaufssumme geht ans Tierheim. Vielen Dank an die Familie Hoffmann für ihr Engagement und die vielen Kartoffeln. 5 Tonnen der leckeren Knolle wurden verkauft und das innerhalb kürzester Zeit. 727 Euro gehen von den Hoffmanns an Wau, Miau und Mäh. Aber das war noch nicht alles. Einige GGSler hatten die Idee, eine Kartoffelsuppe zu kochen und diese gegen eine Spende zu verteilen. Gesagt, getan, es wurde geschnibbelt und gekocht. 120 Liter wurden beim Kartoffelverkauf unter die Leute gebracht, weggefuttert in Windeseile. So kamen noch einmal 300 Euro und 32 Cent zusammen. Trommelwirbel, 1027 Euro und 32 Cent gehen ans Tierheim. Tolle Sache. Danke an alle, die mitgeholfen haben. Ihr wisst, wer gemeint ist. Der Spaß und die viele gute Laune beim Kartoffelverkauf waren nicht zu toppen. Ach ja, bei den Hoffmanns gibt es neben den Kartoffeln auch noch andere Leckereien, Wolle und Gestricktes zu kaufen. Und ich freue mich heute Abend auf die Senfgurken. Lecker wie zu Omas Zeiten.